Auch Gehörlose sind Corona-geschädigt, selbst wenn ihnen kein Virus zu nahe kommt. Wenn die anderen durch einen gängigen Mundschutz sprechen, verstehen sie nichts. Sie können die Lippen nicht sehen, von denen sie gewöhnlich die gesprochenen Worte ablesen. Eine kleine Gruppe von Schneidern in Spanien hat sich Abhilfe ausgedacht. Sie nähen Gesichtsmasken aus wiederverwendbaren, sterilisierbaren Tüchern mit Sichtfenstern aus Plastik, durch die man den Mund sehen kann. Anna, eine Kurzwarnhändlerin. Es gibt ja gehörlose Menschen, die sich ohne Lippenlesen nicht allein per Gebärdensprache verständigen können. Und manche Gehörlose beherrschen die Gebärdensprache nicht. In Spanien müssen alle über 6 Jahren auf öffentlichen Plätzen etwas tragen, das das Gesicht bedeckt. Annas Gesichtsmasken gehen an die Galizische Föderation der Gehörlosen und die gibt sie weiter.